wieder zum nächsten Streuobstschluck. Ihr seht, letzte Woche haben wir ja auch angefangen. Aber jetzt sieht es da schon ganz anders aus, es ist richtig Kleeware. Fliegt richtig stark jetzt schon an die Äpfel. Da Vollblüte. Das Gras ist richtig geschossen in der Woche. War ja jetzt auch brutal warm. So, die Biere haben wir mir geschnitten haben. Wird jetzt zu stark. Aber die sollen sich ja, sollen ja jetzt erstmal eine Struktur aufbauen vom Baum. Aber wenn man uns jetzt hier mal den Bosco anschaut, Boskop, der ist ja wunderschön am Blühen jetzt. Also, das ist echt eine tolle Zeit jetzt, wenn es so schön ist und einfach alles wieder wächst. Genau. Mit der jetzt halt wegen Westrenau und halt müssen wir mal jetzt anschauen, wie es blüht. Es ist ganz gut, dass es auch so warm ist, weil je wärmer es ist, desto besser fliegen die Bienen und bestäuben die Blüten und desto besseren Ertrag haben wir dann auch. Also. Ja, ich zoome rein. Da im Bereich vom Daumen, da hat es jetzt schon die erste Kirsche. Die grüne Früchte. Wahrscheinlich hat er vor einer Woche richtig stark geblüht. Und jetzt hat er eben schon die erste Früchte. Fruchtansätze. Aber wie gesagt, es wurde sich ja irgendwann mal gewünscht. Müssen wir mal schauen, in welchem Video noch. Und zwar, ob wir den Baum jetzt so ein bisschen begleiten können. Den haben wir ja ziemlich stark genommen. Und das Video verlinken wir euch ja jetzt oben rechts geschwind. Den haben wir ziemlich stark genommen, weil er einfach überhaupt keine Struktur hatte. Oder ja, ein Pflanzenteil ja. Er ist halt einfach ganz weit hoch gegangen. Den haben wir dann ziemlich stark genommen mit 1, 2, 3 Leitästen. Ja, vielleicht auch 4, je nachdem, ich weiß nicht. Nee, der ist noch. 3 Leitäste, ein Fruchtast. Und der treibt jetzt natürlich überall aus, an der Spitze noch nicht ganz so stark wie hier. Und beginnt da jetzt mal. Der muss ja jetzt natürlich auch schauen, dass er die ganzen Wunden zukriegt zum Baum. Sonst hat er ein Problem, weil das sind ja überall Infektionsquellen. Schaut halt, dass die wieder zuwachsen. Treibt man da aus. Wenn wir da jetzt die oberste Knospe wird ja immer am meisten gefördert. Jetzt natürlich noch nicht, weil der Saftfluss von unten beginnt. Aber dann später im Jahr wird die Knospe da oben, am stärksten auswachsen. Zeigen wir euch dann natürlich jetzt noch. Früchte wird er natürlich keine tragen, weil er kein zweijähriges Holz hat. Aber so ist es, denke ich, ganz spannend für euch, den mal zu sehen. Weil er doch stärker austreibt wie ein Jungbaum, aber fast so zurückgeschnitten wurde wie einer. Wir sind jetzt da auf der Grauserwies. Da hat es der Kirsche in der Vollblüte, der ist ein ziemlich sparter Kirsche. Andere sind auch schon weg. Der Bosco fängt jetzt da auch langsam an, leer. Aber hat jetzt nicht so viel. Hier, der hier zum Beispiel, auch eigentlich ein Jungbaum, hat für das schon viele Blüten. Das sind hier die Sportere, die Luiger, die hat noch gar nicht. Die kommen jetzt erst langsam, hat natürlich auch viel Totholz drin. Das da drüber, der kleine, der ist auch im brutal früher und der blüht nach auch brutal. Wir fahren jetzt gleich in Schuppe und holen den Schlepper und dann holen wir wieder Wasser für die Bämle da, dass die einfach besser aufwachsen. Naja, wir sind jetzt hier am Hofgarten drinnen lang. Und hier hat es halt Wasser und hier hat unsere Fässer und da Wasser rein, damit wir unsere Beben gießen können.
sind die anderen schon Wasserhole gefahren und ich bin jetzt auf einem anderen Stück gerade nachgelaufen, das ist ein paar Fuß entfernt, Meter. Ja, da blieb jetzt auch kräftig, also der Streifen auf der Seite gehört uns. Hier der Bierer, der drunter, die sind schon kräftig drin. Im Blier, da drunter die Äpfel, sehen alle richtig gut aus und der hier natürlich auch, richtiges Prachtexemplar. Nur muss man nächstes Jahr mal wieder ausschneiden, hat auch ein paar markante Stellen drin. Das Gras wächst auch schon richtig stark und auch hier blüht der Luige hinter mir auch nicht. Hier, das ist auch ein extrem spätblühender, geht auch so in die Richtung Engelsberger. Die hier sind auch schon richtig schön am Anfang von der Blüte. Ja, ist echt unglaublich dieses Jahr, wie die Blüte aussieht. Das ist ja auch dem geschuldet, dass es letztes Jahr praktisch keinen Ertrag gegeben hat. Und deswegen die Bäume umso stärker blühen und Früchte ansetzen. Genau. Jetzt gehe ich wieder zurück und dann verteilen wir wieder Wasser. Naja, die erste Wiese haben wir fertig. Jetzt sind wir auf der nächste. Da haben wir ja letztes Jahr zwei Beben gepflanzt. Die tun wir jetzt auch wässern, obwohl sie jetzt klar schon angewachsen sind. Komm, weiter. Die treiben ja auch richtig gut aus hier. Schön Blüte. Das ist jetzt ein Rubinola. Naja, und weil es jetzt auch echt richtig trocken ist, also ich glaube so zwei Wochen keine gescheite Regen mehr. Ja, dann mal die jetzt auch gießen. Einfach damit sie uns nicht vertrocknen, vor allem wenn sie jetzt auch austreiben und so, brauchen die ja schon auch Wasser. Da haben wir jetzt ja eben die Fässer. Lernen wir es direkt an die Bäume. Ja. Naja, hier sind wir auch. Schöne Apfelblieder. Vor allem Glockenapfel ist es, aber ist auch was anderes noch drauf. Pfropft. Naja, das ist jetzt echt richtig schön hier. Gerade im Sonnenuntergang. Macht echt Spaß. Wir sind jetzt nochmal hier. Maus Holz sitzt. Maus Holz. Da ist Holz, genau. Ja. Tun hier noch geschwind Reis voll weg, was mit komme ich zum Hacker. Ja, weil wenn es jetzt da auf dem Stück da durchschießt das Gras, dann haben wir da keine Chance da, weil das ist noch in zwei Wochen zu, deswegen laden wir das noch auf den kleinen Anhänger. Genau. Ja, jetzt wären wir noch Lenkspritzer, Sauerkirsche und unser guter Holzspritze. Wird jetzt halt einmal durchgespült, damit alles gleich ist, das ganze Gemisch. Jetzt am besten, wenn es dunkel ist, windstill natürlich und am besten noch so ein bisschen Tau. Den haben wir jetzt zwar noch nicht ganz, aber wird jetzt dunkel und gibt es auch einen Tau. Wenn da halt dann ein wenig Feuchte dazu kommt, das ist ganz geschickt. Da wirkt es halt besser. So, wir haben jetzt fertig gespritzt und sind jetzt noch am Abhängen von der Spritz. Der muss noch hinter. Und es ist auch richtig dunkel schon, also ich weiß nicht, da die Uhrzeit, aber es ist halt auch
länger halt, also steckt schon 8,5, 9 oder so. Und wir drehen noch eine Maschinenvorstellung zu unserer Spitze, damit ihr die genauer kennenlernt und was sie da arbeiten. Wird jetzt mal oben rechts verlinkt. Und jetzt dann mit, sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like gibt, wäre auch nice. Ah ja, also, ade.